Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zusammen mit Yo, Massi ist auch am Start. Auf jeden Fall, Leute, sind wir gerade in der Lasertag Arena in Ulm. Und hier gibt es noch so ein paar andere Automaten, sage ich mal, wo wir richtig geil gegeneinander antreten können. Insgesamt in 5 Disziplinen werden wir bei dem Video gegeneinander spielen. Und am Ende gibt es noch eine richtig heftige Challenge für euch. Wenn ihr das schafft, Leute, ich bin euch so unendlich dankbar. Aber dazu kommen wir dann nachher. Damit fangen wir an. Man muss dagegen schlagen und dann wird hier eine Punktezahl angezeigt. Und jeder hat 2 Versuche. Der mit den meisten Punkten hat gewonnen. Einmal du, einmal ich. Okay, Massi hat die erste Disziplin gewonnen. Es geht direkt weiter, und zwar Basketball spielen. Wer schafft mehr Punkte? Michael Jordan kann einstecken. Okay, Leute, ich dachte, das geht nur eine Minute oder so, aber ich habe jetzt, glaube ich, 4 Minuten oder so geworfen. Massi hat da noch ein bisschen mitgeholfen. Ich hatte 361. Mal schauen. Generell hier. Ja, komplett neuer Highscore, einfach überboten. Like you only feel great when you fill up a tank, but I ain't thinking about it, I ain't thinking about it, lace up, run the games. Okay, Leute, die Challenge geht an mich. Ich bin in irgendwelche Bonusrunden oder so gekommen, deshalb habe ich so lange gespielt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich beim Air Hockey. Okay, komm her. Wie lange geht es? Eine Minute. Okay, 3-1 für dich. 3-2. Was? Es gibt mehrere Minuten, Digga. Echt? Sie sieht so oft raus, aber nach Keurig. Ich hab's hier ganz gehört.9-6 für Massi, Leute. Jetzt kommt das krasseste, Leute, hier. Die letzte Challenge machen wir dann zu Hause. Und zwar, hier sind so mehrere Knöpfe und immer die aufleuchten, auf die muss man halt drücken und die Reaktion wird halt sozusagen gemessen. Und das letzte Mal haben wir auch schon das gemacht. Ich habe übelst das Comeback gemacht. Das ist so anstrengend, wirklich. Ich war so 100 Punkte vorne, hat er noch Comeback jetzt gemacht. Okay. Aber wir bleiben gespannt. Komm. Also mal schauen, wer das für sich entscheidet. Punkte, Digga. 2 Punkte, Bruder.
2 fucking Punkte, Leute. Ich kann es nicht fassen. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich zu Hause bei der letzten Challenge. Okay, Leute, Marcin und ich sind jetzt wieder bei unserem Ehebett angekommen. Schaut mal, was für eine geile Aussicht, Alter. Richtig heftiger Himmel, Mann. Also, Leute, die letzte Challenge ist, wir treten jetzt gegeneinander an in Quizpanda. Jeder wird eine Runde zocken. Derjenige, der mehr Fragen richtig beantwortet, hat gewonnen. Und ja, Leute, ihr findet auch die App übrigens in der Videobeschreibung. Das ist auch richtig nice. Man kann da auch immer voll viele Preise und so gewinnen. Also, wenn man alle 7 Fragen hintereinander richtig beantwortet, bekommt man immer so ein Los. Und dann hat man die Chance auf einen Gewinn. Und das ändert sich halt immer jedes Mal. So läuft es halt immer ab. Hier kommen dann die Fragen. Man hat immer so 20 Sekunden Zeit. In welcher deutschen Großstadt liegt der Stadtteil Winterhude? Ich glaube nicht, keine Ahnung, ich glaube Hamburg, oder? Ja, und dann, wenn man halt alles richtig beantwortet, bekommt man los. Eigentlich ganz simpel zu erklären. Und jetzt, Leute, kommt ihr ins Spiel. Ihr würdet mir den heftigsten Gefallen tun aller Zeiten, wenn ihr das schafft. Und zwar, wenn ihr die App 30.000 Mal downloadet, dann bekomme ich ein original unterschriebenes Trikot von Messi. Daran kommt man eigentlich überhaupt nicht ran, außer so bei Versteigerungen. Und die gehen für, was weiß ich, 4.000, 5.000 Euro oder so manchmal weg, die Trikots. Da ist auch ein Zertifikat und so dabei. Und eigentlich bekommt man das gar nicht. Also nur, wenn man irgendwie bei einer Verlosung oder so gewinnt. Aber ich kenne halt die Leute von Quizpanda und die haben mir gesagt, wenn wir 30.000 Mal die App schaffen, downzuladen, dann ja, bekomme ich das Trikot. Also keine Sorge, ich möchte euch jetzt nicht irgendwie was Dummes oder so ranhängen und euch zwingen, das zu downloaden. Um Gottes Willen, das ist echt was Cooles, einfach ein Quiz. Und das wäre echt ein übelster Traum von mir, so ein Trikot zu Hause zu haben. Also Link in der Videobeschreibung, Android, App Store, alles im Start. Und ich würde sagen, Massi und ich... Android, das ist wie so ein Russe gesagt. Android! Also Massi und ich treten jetzt gegeneinander an und let's go. Und go. Okay. Was bedeutet Mäzen? Alles klar, Digga. Getreideart, keine Ahnung. Okay, das zählt nicht. Komm, mach nochmal. Also wenn du eine Frage schon falsch hast, verkackt oder was? Ja, das ist es ja. Lol, ach so. Okay. Dann, es ist echt nicht einfach ein Los. Okay, Mäzen, Digga, das weiß niemand mehr. Wer weiß sowas? Ja, komm nochmal, Digga, okay, das ist echt belastend. Wann ist der Martinstag? Martin? Ich hab keine Ahnung. Digga, was? Digga, was? Digga, Martinstag, warte, Martinstag. Cass, schreib's in die Kommentare, wann ist Martinstag? 11. November haben wir eine Kleidung, ja. Oh, du Lacker. Eine gutartige Wucherung der Gebärmutterschleimhaut bei Frauen nennt man... Meningitis. Musst du wissen, Digga. Miam. Digga, wo soll ich das wissen? Ach, Fibrose. Scheiße, Digga. Oh mein Gott. Voll schlecht. Okay, scheiß drauf, lass mich einfach jetzt. Go, Antoni. In welcher dieser Städte gibt es Grachten? Was ist Grachten, Amanas Sujuk? Gönn dir, Bruder. Fuck! Ey, Digga, das zählt. Du hattest auch okay, ja, komm. 2 Versuche. Ja, ist echt so. Komm, ein Versuch noch. Wie nennt man in der Architektur einen freistehenden Glockenturm? Ich glaub, das weiß ich was nicht. Für Architektur? Campanile, Kolonnade. Ich hätte auch Kolonnade. Mann! Ich hätte auch Kolonnade gesagt, Digga. Fuck! Okay, Leute, damit ist das Video zu Ende. Also schaut auf jeden Fall bei dem Quiz vorbei. Vielleicht könnt ihr 7 Fragen richtig beantworten. Ich habe es nur einmal geschafft, also habe ich nur auch ein Los dort. Und wie gesagt, wenn ihr die 30.000 mal downloadet, dann bekomme ich das Messi-Trikot. Und das wäre zu krank. Also, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Schaut bei Massi vorbei. Der lädt heute auch noch ein neues Video hoch. Also, haut da rein. Bis zum nächsten Mal.